Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist wieder die Melissa mit dabei und wir haben noch jemanden da. Das ist Jalil, er ist heute mit am Start und zwar drehen wir heute, wie heißt das Video überhaupt? Schätzfragen. Ja, genau. Jalil stellt uns ein paar Fragen, so Schätzfragen und wer falsch liegt oder wer zum Beispiel nicht näher liegt, sage ich mal. Ja. Der muss zwei Kaugummis reinstopfen. Ja, das gehört dann komplett dir, das gehört komplett mir. Und wer falsch liegt, muss halt zwei Stück direkt rein. Ich hab dich früher schon als Kind immer reingestopft. Ich auch. Ohne Strafe oder aber ich glaube, das wird halt richtig ekelhaft, so viele. Und das kommt ja die nächsten zwei Stunden nicht rein. Für mich. Ich glaub nicht für mich. Ich kann nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf Kaugummi. Okay, auf jeden Fall würde ich sagen, wir fangen direkt an, Jalil. Sind deine Fragen am Start? Ich habe einiges vorbereitet. Mhm. Ich fange dann mal an. Okay. Seid ihr bereit? Mhm. Ja. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? In Deutschland? In Deutschland pro Jahr. Warte mal. Oh Gott. Hey, wieso schreibt der nicht? Jalil, der schreibt nicht, das zählt nicht. Nimm doch die Farbe schwarz. Ah, jetzt. Sie nimmt weiß und sagt, ich schreibe nicht. Ja, ich wusste nicht, dass ich weiß habe. Okay, ich hab's. Okay, 1, 2, 3. 25 Millionen und 3,2. Du hast verloren, Schala. Nein! Es sind 30 Millionen. Oida! Nein! Ich bin so nah dran. Sie hat schon zerstört. Krass. Tja. Das war gerade echt eklig. Ich habe mir noch so gedacht, ich so, hä? Wie viele Einwohner hat München? Ich so zehnmal so, als ob ganz München. Nein, damit ich so davon ausgehe. Du musst es einfach diese Juden und Moslems abziehen. Obwohl Moslems kommen auch. Ja. Obwohl, nein, ja, auch noch Familie. Die Leute, die einen Plastikbaum haben. Okay, weiter. Naja, egal. Die zweite Frage. Ich hab irgendwie schon Bock auf einen. Ich dachte, ich verliere. Wie viele Einwohner hat Hawaii? Millionen. Junge. Nicht mal Tür Istanbul hat so viel. Irgendwas mit 1,4 Millionen. Oh, Alter, ich bin schon nah dran. Alter, was ist mit mir los? Also ich hatte 3 Millionen, sie hatte... Ich glaube, das 23. Frag nicht. Aber okay. Also, wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Ah, ich weiß es, glaube ich. Ist das eine komische Zahl? Warte. Hey, schau nicht, was ich schreibe. 17. 12. Boah, Melissa ist richtig stark heute. Genau 12. Alter, ich schwöre, sie hat gestern geübt. Ich schwöre auf alles, nein, ich schwöre auf alles. Sie hat sogar gesagt, sie übt. Ich habe selbst überlegt, deswegen da kann niemand den. Ich bin einfach schlauer. Wenn die Leute nur wüssten. Normalerweise verliert sie immer. Ja, wenn die Leute nur wüssten. Na. So, die nächste Frage. Wie lange hielt die längste Ehe? Also in Jahre, gell? Mhm. 85. Und was hast du? 80. Da hat mal die Charla gewonnen. Echt? 90 Jahre. Alter. Sie hätte davor eine 9 stehen, ich hab's gesehen. Ich hab davor 90 geschrieben. Ach, ich hab ja verloren. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hatte so auf 1 Lust. So, die nächste Frage. Wie viele Millionen Urlauber hatte die Türkei 2019? Die Türkei. Ja, yeah. Sind Türkmüsse. Ja. Was habt ihr? 30 Millionen. 3,2 Millionen. Im Jahr. Ja, die Russen. Ja, okay. Ich dachte so Urlaub. Augusturlaub. Nee, Urlaub, also im Jahr. Nee, so eingereist. Hey, wer hat von euch Titanic angeschaut? Ey.
Oh, nee, ich nicht. Toll. Jetzt kommt eine Titanic-Frage. Oh, ja, wo soll ich das wissen? Ja, das, wie lang war die Titanic? Wie lang? Der also dieses Meter, Schiff. Wie viel Meter, ja, dieses Schiff. In Meter, bitte. Ich weiß nicht mal, wie groß das war. Was groß? Ja, so von... 123 hat die Charla und Melissa die Hälfte fast. 60 Meter. Ja. 60 mickrige Meter. Ja, ich habe irgendwas geschrieben auf was die Schnelle. Das? Ich weiß es nicht mal. Charlas Auto ist 60 Meter. Nein, Spaß. 269 Meter. Okay. Ja. Nicht, dass, ich habe doch gestern über Gameboy so einen Link-Post gemacht. Ja? Mhm. Jetzt kommt eine Gameboy-Frage. Mhm. Der Gameboy ist 1989 rausgekommen. Ja. Wie teuer war er in Deutschland? In D-Mark? Mhm. Deutsche Mark. Schau nicht hin. 70. 70 und 50? Mhm. 169 D-Mark. Ja. Wie aber kauft sich das zur damaligen Zeit? Wieso drei? Das war aus Versehen hier. Die nächste Frage geht über TikTok. Okay. Addison Rae. Ja. Hat die meisten Follower auf TikTok. Das stimmt gar nicht. 2020 habe ich gestern gesehen. Das vielleicht hat Charlie. Danke, dass du eine TikTok-Frage willst. Ich weiß aber selber nicht, wie viele Abos sie haben. Abo. Addison. Mhm. Ich weiß sogar letztens noch ihr Profil. Ich wüsste, wie viel Charlie hat, glaube ich. Aber keine Ahnung, vielleicht ist sie nicht die meiste Dingern da, die größte YouTube. Ja, einfach aber, wie Addison Rae. Wie viele Follower hat sie? Tatsächlich, ich schätze es auf meine Glückszahl. Macht es halt. 200 Millionen. Nicht mal so viel. 62 Millionen. Boah, 62,5. 62 wegen Tunjilla habe ich gemacht, gell? Ich so meine Glückszahl. So, hat jemand von euch grüne Augen? Nee. Nein, oder? Ja. Wie viel Prozent der Menschen haben grüne Augen? Ach, was weiß ich, Alter. 13 Prozent. 25. 2 Prozent, Leute. Was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Doch, Rent. Friss. Hast du schon bei Addison eigentlich gegessen? Nein, jetzt muss ich 4. Jetzt musst du 4. Alter, so hässlich. Oh mein Gott. Wie hoch ist der höchste Berg in Afghanistan? Junge, kommt der mit seinem... Null. Okay, sag was. Ja. 1200. Und hier, 450. Das ist einfach Olympiaturm. Nicht mal Olympiaturm, nicht mal, das ist Olympiaberg. Ich dachte, Afghanistan hat eine Sohle. Das sind die größten Berge der Welt. Was weiß ich, Alter. 7485 Meter. Oh, friss. Du kommst mit 1200. Hallo hier. Schmeckt. Wie viele Male können Kolibris pro Sekunde... Was ist ein Kolibri? Das ist ein Vogel. Wie viele Male können Kolibris pro Sekunde mit den Flügeln schlagen? Junge! Pro Sekunde! Ja. Das heißt, es ist sehr schnell. Genau so, Charles. 3, 2, 1, 15. 3. 200, meine lieben Leute. Oha, tschüss! Ich dachte schon, 15 ist zu viel. Wir sind die kleinen Vögel, die Millionen Mal da mit dem. Aber eine Sekunde ist ja nicht lang. Du Kolibri. Wie hoch ist der Zigarettenkonsum weltweit in Prozent? Herr Wins, richtige. 32,33. 18%. Da hat die Charla gewonnen, da sind 20%. Wuhu! Okay. In welchem Jahr wurde das Auto erfunden? Junge, nein. Jetzt soll ich mich sowas vom blamieren. Nein, komm. Eins. Tipp ein. Okay. So, was habt ihr? 1850. Ja! Einer von euch geht rauf, einer geht runter. Wer möchte? Philipp Laflu, wer entscheidet? Philipp Laflu. Philipp Laflu. Du gehst rauf oder runter, Charla? Ich geh rauf. Ja, Mann, es ist runter, gell? Nee, 1879. Wie viele Akzente gibt es in Indien? Aber es sind doch keine Akzente, es sind doch Dialekt, oder nicht? Ja, Akzent, Dialekt, ist auch das Gleiche. Okay. Was habt ihr? 221. Oha, 78. Da hat die Melissa gewonnen.
1349. Ja, das könnt ihr auch vielleicht wissen. Wie viele Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Oh. Jährlich? Ja. Habt ihr? Ja. Sagt mal. 3, 2, 1. 300. Ich glaube 25 Liter. Boah, soll ich sagen, wer gewonnen hat? Ja. Yeah. Also, schade, du hast gewonnen. Wieso? Es sind 100. Scheiße! Ich dachte schon, das ist zu viel. 300 Liter, das ist nicht mal Wasser drin. Ja, aber ich dachte, vielleicht Oktoberfest hauen die so rein. Okay. Wie lang war das größte bekannte Spinnennetz? Also definierte in groß. In Meter. Da also kennst du dich die Spannweite sozusagen. 1, 2, 1, 12 Meter. 10 Meter. 12 und 10 Meter. Mhm. Charla ist näher dran. Charla ist näher dran. Es sind 25 Meter. Gönn dir. Kann ich mehr. In welchem Monat heiraten die meisten Menschen? 2, 1, wer ist da näher dran? Juli. Juli und du August? Ja, wer Ding ist. Es ist Monat 7, also Juli, ja. Was kann ich mehr? Wer hat bis jetzt, wer lag bis jetzt? Weißt du, ein Kaugummi größer als So, wie viele Abonnenten hat PewDiePie auf YouTube? Wer ist PewDiePie? So ein großer... Kennst YouTuber. Du die? Keine Ahnung, ich kenne die selber nicht. Hör auf zu googeln. Ich hab was. Keine Ahnung, wer das ist. 7 Millionen. Junge, 1,4. Hey, dafür müsst ihr beide essen. Wieso? Digga, liegt sowas von daneben. 106 Millionen. Digga, schon. Der ist PewDiePie. Der ist, der soll, keine Ahnung. Ich dachte mir schon, der ist bekannt, aber... Ich kenne ihn nicht. Ich bin echt nie so eine Erdkunde. Schon immer gewesen. Ich bin froh, dass ich weiß, dass Deutschland 16 Bundesländer hat. Danke. Zeig mal dein Kaugummi. Du tust nur so. Lieber. Sonst ist es größer. Komm, wir spucken es raus. Nein, ich will es nicht auf meiner Hand haben. Meiner ist kleiner. Ja, du hast es auch zusammengeknüllt. Hast du das, Schala? Nein, brauche ich nicht. Besser. Ich muss überlegen. So Leute, das war's mit dem Video. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir haben uns nicht allzu sehr blamiert. Okay, ich habe mich am Anfang schon ein bisschen blamiert. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.